ein zweites Mal live aus der wunderschönen Klassikremise hier in Düsseldorf. Und das Ganze betreue ich, Norbert Schröder, der mitverantwortlich ist für die Klassikabteilung bei TÜV Süd. Natürlich nicht alleine. Ich habe eine tolle Kollegenschaft um mich herum, die wir gleich noch vorstellen werden. Aber unser Thema ist heute, wir stellen uns die Frage Digitalisierung und Oldtimer. Wie passt das zusammen? Geht das überhaupt zusammen? Und stellvertretend für diese Fragestellung, Sie sehen es vielleicht, stehen hier natürlich diese schönen Autos. Zu meiner Rechten ein Mercedes 170V von 1938, zu meiner Linken ein BMW M4 DTM Edition von 2017. Ja, was soll ich sagen, unterschiedlicher können Autos nicht sein und dass die beiden nicht miteinander reden, ich glaube, das ist ganz klar. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Ihnen noch meine Kollegen vorstellen. Zu meiner Linken, Markus Tappert. Ja, herzlich willkommen. Auch schöne Grüße von mir ins weltweite Netz. Mein Name ist Markus Tappert. Ich leite bei TÜV Süd die Service Line Classic und bin überwiegend für das amtliche Oldtimer-Geschäft zuständig. Norbert hat es schon gesagt, wir haben hier zwei Fahrzeuge aus zwei komplett unterschiedlichen Epochen. Beides sind Liebhaberfahrzeuge. Hier das Fahrzeug noch sehr analog, der 170er, der BMW DTM Edition schon voll mit Connected Drive ausgelöst. Digitalisiert durch und durch. Wir sehen schon, passt es zusammen oder passt es nicht. Aber das wollen wir jetzt die nächste Stunde mit euch oder Ihnen besprechen. Doch wir sind nicht hier zu zweit. Wir sind insgesamt vier. Und ich gebe mal weiter an Markus Schmickler, unser Leiter Schaden und Wert bei TÜV Süd. Markus, vielen Dank. Auch ich freue mich natürlich, bei der tollen Veranstaltung heute dabei sein zu dürfen. Ich bin seit 2013 bei TÜV Süd, bin dort der Leiter unserer Service-Line Schaden und Wert und habe auch sukzessive auch mit älteren Fahrzeugen, aber viel auch mit modernen Fahrzeugen zu tun. Ich bin ganz gespannt heute auf das spannende Thema, auch auf die Sichtweisen und Meinungen meiner Kollegen, aber auch aus dem Chat auf Ihre Fragen und freue mich auf eine gute Zeit. Danke. Ja, Marco, das war jetzt auch ein bisschen kurz. Wir kennen uns auch schon sehr lange, erfahrener Kollege. Und ich weiß ganz genau, du bist ja nicht nur Theoretiker, sondern du bist ein Oldtimer-leidenschaftlicher Fan. Erzähl, was hast du in deiner Garage stehen? Tatsächlich sagt man mir nach, ich hätte etwas Benzin im Blut. Ich habe zwei Exponate, zwei eigene. Das eine ist ein Fahrzeug aus den 50ern. Das ist ein BMW mit einem 8-Zylinder, ein 501. Und das andere ist ein etwas neueres Fahrzeug, Anfang der 80er. Ein Mercedes, ein SL, ein 280er als Cabrio. Und ja, mein Herz schlägt für Kfz, für altes Kfz, aber auch für neues Kfz. Ich bin ein Stück weit infiziert mit dieser Droge Oldtimer, mit dieser Droge klassische Fahrzeuge. Es macht mir einen Riesenspaß. Und ich habe auch noch das Glück, meiner Familie macht genauso viel Spaß. Also ich bin da voll dabei. Das ist doch herrlich. Tolle Situation. Das ist immer gut. Die Familie ist wichtig bei dem Hobby. Das wissen wir alle. Aber wir sind ja noch, hier sind wir drei live. Aber wir haben noch zugeschaltet den Kurt Deppert, Leiter Business Development bei TÜV Süd und dann auch für die Digitalisierung bei uns zuständig. Kurt, stell dich mal bitte vor. Hallo zusammen. Also ich freue mich, Marco, ähnlich hat es ja, du hast es gerade gesagt, ich freue mich auch dabei zu sein, muss aber sagen, mit tiefem Bedauern stelle ich fest, ich rieche nichts, ich schmecke nichts und ich höre das alles auch gar nichts. Also am liebsten ist mir ja, das ist das, was mir bei alten Fahrzeugen immer wieder auch gefällt, der Geruch, der typische Geruch, und wenn man da durch die Hallen geht und das entsprechend sieht oder auch berühren kann. Nichtsdestotrotz, der erste Ansatz, Markus hat es gerade gesagt, Thema Digitalisierung, und wenigstens kann ich dank dieser Technologie und dank dieser Möglichkeiten ja einfach auch schon mit dabei sein. Aber auch da ist schon natürlich ein Punkt, also sagen wir mal, direkt vor Ort zu sein, ist das eine. Aus der Entfernung dabei zu sein, ist das andere. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, macht Spaß und ich freue mich, dass ich wenigstens über den Weg dabei sein kann, wenngleich ich wirklich viel lieber direkt vor Ort wäre. Ja, aus deinen Worten, lieber Koch, da hört man ja auch schon die Zuschauer gleich raus. Auch du bist nicht nur jemand, der einfach nur hinter dem Schreibtisch sitzt. Und auch an dich die Frage, möchtest du uns erzählen und den Zuschauern, was so bei dir in der Garage schlummert? Ja, schlummert in der Tat. Also hoffe ich, dass es demnächst nicht mehr schlummert. Noch ist er nicht bewegt worden, aber im Moment schlummert es noch in der Tat. Ja, da ist ähnlich wie Marco auch. Also ich habe ein bisschen durch die unterschiedlichen Epochen die Fahrzeuge stehen. Da ist aus den frühen 50ern, Motorrad kann man nicht sagen, aber eine RDB 125.
Das ist das Allererste, wenn man mal so altersmäßig durchgeht, wenn ich mal durch die Altersstufe durchgehe, dann ist das Nächste, was dann so aus den 60ern, aus dem Baujahr 1960, ein NSU Fiat Jax 770 als kleines Fahrzeug, das erste Fahrzeug, das ist mein Vater, das erste Fahrzeug, an das ich mich erinnern kann, in dem ich gesessen habe, deswegen habe ich dieses Fahrzeug. Aber in den 60ern geht es weiter, im Moment im Aufbau, eine neue Klasse, Coupé 2000er CA. Freue mich schon drauf, im Sommer das Fahrzeug endlich bewegen zu können, dass wir dann einfach auch Marco bei der Oldtimer-Ausfahrt das Fahrzeug auch mal sehen. Und dann habe ich was vergessen. Ach so, nee, ich habe was vergessen. Da ist noch eine Vespa dazwischen. Eine Vespa VW 150, Baujahr 61, Originalzustand. Also auch wirklich ein richtig schönes Fahrzeug. Und last but not least, ähnlich wie Marco auch, noch ein 107er. Ein 420 SL, auch V8. Und ein, wie gesagt, die Leute wissen es in aller Regel. Zwar ist der SL ein häufiges Fahrzeug in der Oldtimer-Szene, aber der 420er natürlich mit knapp 2000, etwas über 2000, noch ein bisschen rar. Auch nicht schlechtes Fahrzeug, muss man ein bisschen Understatement sagen. Ganz gut im Zustand. Was wir ja direkt sehen, ist wirklich, also es ist ja bei uns nicht nur Beruf, sondern auch Berufung dabei. Und wir haben schon anklingen lassen, Kurt, bei dir gerade, man merkt, also Digitalisierung und Oldtimer passt durchaus zumindest bei uns zusammen. Aber es ist auch so, dass man wirklich in der Branche im Moment einen Wechsel feststellt. Also die junge Generation, die nachkommt. Jetzt die Fahrzeuge selbst. Wir können dieses Jahr 30 Jahre CAN-Bus vermelden. Das heißt also, der ist auch schon zum Oldtimer der CAN-Bus, die Digitalisierung. Und aber auch die nachwuchsende Oldtimer-Generation, die Gott sei Dank ja nachkommt, die sich für die jüngeren Fahrzeuge interessiert, also jetzt 80er, 90er Jahre, die geht ganz anders mit den Themen um. Ganz kurz noch, ich wollte auch noch mal aufrufen hier, wir können hier auch im Chat reagieren. Das heißt also, wenn mal zwischendrin Fragen oder Themen sind, bitte gerne einfach mit reinstellen. Wir versuchen im Rahmen der Veranstaltung natürlich darauf einzugehen. Genau. Aber ja. Wir Norbert, haben noch den Kollegen, den Helco Frank an der Seite, den Sie vielleicht nicht sehen können, der beobachtet den Chat. Also agieren Sie mit uns, wir sind ja auch ganz neugierig, was Sie zu diesen Themen zu sagen haben, wie Sie diese Dinge einschätzen. Und wir versuchen dann auch viele Fragen zu beantworten. Ja, ich sagte es eingangs schon, hier stehen zwei Autos, symbolisch für das Thema, was wir hier vorhaben. Aber auch genau, Markus, was du schon angesprochen hast, für das Thema, was da draußen gerade passiert. Was heißt gerade? Immer fortwährend passiert, und zwar Generationenwechsel. Ja, da sind eben, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Klientel, die sich für diesen 170V interessiert, mitnichten auf dieses Auto schielt und umgekehrt. Ja, die Leute, die den BMW haben möchten, die interessieren sich einfach nicht für Autos aus dieser Baureihe, aus Vorkriegszeiten. Und so ist das einfach. Das lebt, und so unterscheidet sich auch letztlich die Ausstellung beispielsweise. Das ist sehr beispielhaft dafür. Wenn Sie hier die große Ausstellung, die Verkaufsfläche sehen, dann haben Sie vor 15, 20 Jahren tatsächlich sehr viel Vorkriegsfahrzeuge gesehen. Sie haben Fahrzeuge der 50er, der 60er Jahre. Es rutschten schon mal ein paar 70er Jahre da rein. Heute sehen Sie auch Vorkrieg, 50, 60er Jahre. Aber im Vordergrund steht schon fast eine Generation der 90er Jahre, der Norbert, 2000er Jahre. Entschuldigung, du hattest auch ein Bild vorbereitet. Ich glaube, das könnten wir hier an der Stelle machen. Wenn das möglich ist, ein Bild einmal zu einspielen. Ja. Ganz genau. Das symbolisiert, das zeigt das wirklich ganz deutlich, ja, wie die vordere Reihe mit den modernen Fahrzeugen bestückt ist. Und früher sah es eben so aus. Und das ist ganz, ganz typisch. Ich möchte eigentlich sagen, jede Generation hat ihren Oldtimer. Der Kurt hat es eben schon angesprochen. Du kannst dich erinnern an deinen ersten Ausfahrten oder dein erstes Auto. Und das sind doch die Momente. Ja, die Menschen, die später geboren sind, die haben Erinnerungen. Mit welchem Auto sind sie in den Kindergarten gefahren worden? Mit welchem Auto sind sie zum ersten Mal in den Urlaub gefahren? Das sind ja diese positiv besetzten Erinnerungen. Und da kommt dann plötzlich die Leidenschaft her. Und das ist genau das Thema. So, und jetzt sind wir natürlich, ich glaube, schon mittendrin im Thema. An der Stelle würde ich doch tatsächlich mal fragen, Markus, wie sieht das eigentlich aus? Der Prüfer vor 20 Jahren, 30 Jahren, ja.
kam zum Kunden mit seiner Kladde, sagt, so, Sie wollen eine neue HU haben. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir das Unmögliche möglich machen können. Wie sieht es denn heute aus? Das sieht natürlich ganz anders aus, Norbert. Wir haben mittlerweile, ich habe da mal, wie heißt das so schön, was vorbereitet. Wir sind heutzutage wirklich mit dem Laptop oder dem mobilen Einsatzgerät, wie es bei uns heißt, am Auto, an den Fahrzeugen. Und wir haben noch ein kleines Zauberwerkzeug. Das ist der sogenannte HU-Adapter, der seit 2012 mit reingekommen ist, weil man natürlich auch festgestellt hat, wirklich bei den Fahrzeugen, jetzt bei den jüngeren Fahrzeugen, wir sind noch nicht bei den Oldtimern, aber wir haben festgestellt, es kommt immer mehr Elektronik dabei, Fahrerassistenzsysteme, es kommen die Komfortsysteme, es wird eine Nebelschlussleuchte oder ein Nebelscheinwerfer ist nicht mehr einfach nur angesteckt, sondern in den CAN-Bus angeschlossen, Verbausysteme, die wir prüfen müssen, und das sind eben Themen, die wir hiermit darstellen können. Aber was das ganz Wichtige ist, auch für uns, also wir haben nicht mehr handschriftlich, wir haben kurze Wege, und da denke ich, soll die Digitalisierung auch unterstützen, dass wir sagen, wir müssen nicht Zwischenwege haben, wir haben auch Informationen bezogen auf das Fahrzeug, auf den jeweiligen Fahrzeugtyp wirklich online, immer bei der Hand, und das ist ein unheimlicher Qualitätsgewinn für uns. Na? Jetzt sind wir schon, der Kunde ist jetzt schon in der Prüfhalle. Ich wollte eigentlich zuvor den Kurt mal fragen. Alles beginnt ja bei einer Kommunikation mit einer ersten Anfrage. Man möchte etwas beim TÜV haben. Kurt, wie sieht das aus? Geht das auch immer noch im Telefon oder man fährt einfach mit dem Auto vor? Wie sieht es aus? Wie sieht die Anmeldung? Ja, aber du hast es ja gerade vorhin auch selbst gesagt, also es ändert sich ja über die Zeit immer mehr. Noch vor Jahren war das natürlich selbstverständlich. Und ja, wir haben so ein Thema, dass wir sagen, es ist nicht einfach mal vorbeifahren, sondern idealerweise terminieren. Aber das ist etwas, was natürlich eben auch heutzutage relativ einfach ist. Und jeder hat so ein Smartphone in der Hand, und man sieht es gar nicht. Und mit diesem Smartphone dann entsprechend zu buchen. Ja, wir machen Online-Buchungen, ja. Und das ist schon lange, aber jetzt auch in speziellen durch Corona ist es sehr stark nochmal gestiegen. Und über ein Drittel, man muss das hier über der Zunge zergehen lassen, über ein Drittel aller Termine, die bei uns vereinbart werden, werden online vereinbart. Und das ist wirklich eine exzellente Geschichte mit stark wachsender Tendenz und zwischenzeitlich auch, beziehungsweise in Kürze dann auch diese ganzen Payment-Möglichkeiten, sodass man dann letztendlich eigentlich auch gar keinen großen Aufwand mehr hat. Also wie man das gewohnt ist, so ein bisschen vom Fliegen, vom Einchecken, online buchen, bezahlen, zur HU fahren und relativ problemlos durchkommen. Corona macht es möglich, und wir waren vorher schon auf dem Weg, aber das ist heute Standard. Und genau das, Norbert, das erwartet ja der Kunde heutzutage. Also da, glaube ich, kann man auch keinen ausnehmen. Ich sage mal, bis ein paar Ausnahmen, die auch noch, sage ich mal, zum Telefon greifen und einen Termin vereinbaren. Aber heutzutage, also ich bin auch noch nicht mehr die jüngste Generation, aber bei mir ist das auch alles üblich. Man greift das Handy raus, man kann ruckzuck einen Termin vereinbaren. Das ist so der erste Schritt zur Digitalisierung, den wir haben. Das andere war eben am Fahrzeug im Rahmen der Hauptuntersuchung. Vielleicht kann man irgendwann mal das Fahrzeug komplett auslesen oder nicht mehr zur Hauptuntersuchung müssen. Ich sehe schon kommen. Exakt, braucht kein Auto mehr vorzufahren. Aber ich glaube, da ist schon wirklich sehr viel Expertise noch analog erforderlich. Und ich aus erster Nähe, meine Tochter, sie ist 19, sie fährt jetzt im zweiten Jahr Auto, und ihre erste Reaktion, wenn sie einen Termin bräuchte, wäre die Online-Lösung. Also den können wir uns nicht verschließen. Das dürfen wir auch gar nicht, bei der Interesse, bei dem Wachstum. Also das ist, und massiv nimmt es zu. Und wir wissen auch genau, wann entsprechend gebucht wird. Und das ist wirklich sehr spannend und sehr interessant, dass das auch entsprechend sehr häufig genutzt wird und auch relativ kurzfristig. Also man muss das ja auch nicht 4 Wochen vorher machen. Man kann das ja einen Tag vorher, 2 Tage vorher machen. Aber sehr, sehr stark. Und das, ohne das geht es nicht mehr. Da kommt eine Frage aus dem Chat, einfach mal spontan reingeworfen. Ab wann ist der und was macht der? Ach so, ja. Wenn man das akustisch nicht so genau mitbekommt, Frage HU-Adapter, was kann der, was macht der? Markus. Also letztendlich, was kann er? Er verbindet sich mit dem Fahrzeug, auf jeden Fall ab der OBD-2-Schnittstelle. Das heißt, da geht es auf jeden Fall. Es gibt noch Lösungen, dass man da vorgeht, aber letztendlich auch zwingend vorgeschrieben für Fahrzeuge ab 2012.
Und was wir machen, ist wirklich, es gibt so Themen, die kann man immer wieder sehen, dass Airbags ausgebaut werden oder Systeme einfach nicht mehr funktionieren. Und genau das prüfen wir. Genau das können wir prüfen und nicht nur anpingen, sondern wir können auch die Steuergeräte auslesen, ob die jeweiligen Geräte noch verfügbar sind oder ob da ein Brückenwiderstand reinkommt. Genauso ist es so, in Zukunft mit modernen Fahrfunktionen, hochautomatisiertes Fahren, wird es auch immer wichtiger. Also aber ich, ja? Jetzt stopp. Ich denke, wir sind da pari. Ich denke da gerade so diese ganze Digitalbegeisterung beim Prüfer. Das, tatsächlich muss man fairerweise sagen, so ein Auto hat immer mehr moderne Einrichtungen, digitale Systeme an Bord. Aber letztendlich ist unten drunter ein Fahrwerk mit Gelenkköpfen, mit Fahrwerksbauteilen, mit Spurstangen, mit Querlenkern. Da ist teilweise noch eine Karosserie, die rosten kann, auch wenn manche schon aus Kohlenstoff sind. Aber so alles geht nicht. Also das System hat doch Grenzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also der Sachverständige und der Sachverstand ist weiterhin gefordert. Und ganz wichtig eben auch, und das ist ein ganz tolles Thema, der Sachverstand nicht nur bei den modernen Fahrzeugen, weil Gelenke sind immer noch haptisch zu prüfen, der Verbau ist zu prüfen, ob ich andere Räder, andere Reifen drauf habe, das muss ich sehen, passt das? Aber auch gerade bei den alten Fahrzeugen ist das wichtig, dass wir sagen, da ist die Expertise wichtig. Aber da öffnet uns die Digitalisierung ja doch auch ganz neue Wege. Und ich glaube, da ist TÜV Süd eben, hat da in diesem Bereich auch eine langfristige Digitalstrategie. Kurt, jetzt würde ich dich wieder ansprechen. Langfristige Digitalstrategie. Was können unsere Kunden heute schon digital machen? Wie sieht die Zukunft so ein Stück weit aus? Kannst du uns da schon ein bisschen berichten? Ja, das wird schon ganz schön spannend werden, beziehungsweise einige wissen es auch. Man erlebt es teilweise ja auch schon, also dass man das direkt live am eigenen Fahrzeug mitbekommt. Und Markus, du hattest gerade eben angesprochen, Reifen etc. muss man da entsprechend immer noch in Augenschein nehmen. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten an einem Wheelscanner, ja. Solche Geschichten, dass man einfach auch automatisiert erkennt, was da für ein Reifen drauf ist. Trotz alledem, also unbedingt Sachverstand vor Ort, ohne das geht es gar nicht. Ich habe es vorhin auch gesagt, am liebsten würde ich das Geruch von euch ja mit, nicht von euch, sondern von den Autos da vor Ort entsprechend mitnehmen. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Aber unsere Strategie ist so, dass wir natürlich eben auch bestmöglich das Gesamte so aufbauen und den Sachverständigen einerseits unterstützen, aber andererseits natürlich eben auch haben wir den Kunden, das ist ja nicht nur der Sachverständige, das ist ja auch für den Kunden, dass wir dann die Services bieten. Und heute redet man schon neudeutsch schön von Convenience. Das ist das, was wir entsprechend haben. Wir haben die Möglichkeit, ob das Lösungen sind wie Photoferry ist etwas, wo wir sagen, wir haben ideale Möglichkeiten, dass wir Top-Bilder generieren, 360-Grad-Fotos als Beispiel von Fahrzeugen, und das ist bei Oldtimer-Bereich natürlich exzellent, wo man dann einfach, man muss sich vorstellen, selbst auf seinem eigenen Smartphone eine eigene digitale Akte haben kann von seinen Fahrzeugen. Wir haben Blue Now, da kann man vielleicht später nochmal, ich denke, Markus, dass du vielleicht was zeigen kannst von Blue Now, dass wir eine Besichtigung nicht aus der Ferne haben, aber im Unterstützung mit den modernen Tools, die wir haben, aber auch sagen wir, unsere Klassik-App, die wir auch haben. Und da, wer sie noch nicht kennt, durchaus mal downloaden und gerne Feedback zurückspielen, weil wir da uns auch permanent weiterentwickeln wollen. Und eben auch solche Dinge wie, ich will mal eins speziell nennen, also eine IDIMO-App, die wir zurzeit entwickeln, wo es um Trusted Data geht. Also das ist jetzt natürlich weit weg von Oldtimer im ersten Moment. Allerdings, wir wissen das alle, sehr schnell hat man seine Daten im Internet eingegeben und die sind irgendwo, schweben sie durch den Äther. Und hier kann man natürlich eben auch sondern mit kompletten Vertraulichkeit auch mit unserer Unterstützung also einfach durch den Äther surfen mit unseren Möglichkeiten. Gut. Aber Markus, zurück zu dir. Ich habe da noch eine Rückfrage, Kurt. Ich muss da noch mal reingrätschen. Das hört sich super an und das sind ganz fantastische, wunderbare Systeme, aber es sind Werkzeuge. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Werkzeuge als Hilfsmittel für den Sachverständigen dienen und der Sachverständige auch heute immer noch mit seinem Sachverstand im Mittelpunkt steht und die Interpretation dessen, was Systeme feststellen, auch immer noch durch den Sachverständigen stattfindet. Ja.
Markus, ich kenne dich als sehr kritischen Kopf. Ja. So kenne ich dich schon seit Jahren. Das ist aber auch gut so. Und das ist aber auch, das ist jetzt nicht nur kritisch, sondern das ist als einzig Richtige. Also sag mal, Digitalisierung, die dient nicht dazu, den Sachverständigen oder den Sachverstand zu ersetzen, kann es auch gar nicht. Digitalisierung, und Norbert hat mich gefragt nach der Strategie, Digitalisierung geht dahin, dass wir die Digitalisierung als unterstützendes Element für den Menschen sehen, ja, für den Sachverständigen, aber auch unterstützend für den Kunden. Kann ich ersetzen. Nur, was macht denn die Digitalisierung aus und wo kommt sie denn auch entsprechend zum Zuge? Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen oder mal darauf achten. Sag mal, die Digitalisierung, man hat es vielleicht schon mal gehört, im medizinischen Bereich als Beispiel, ist kein Oldtimer, doch kann es auch werden, wenn es ein Oldtimer wie ich entsprechend medizinisch untersucht wird. Die medizinischen Aspekte da, wenn man ein Röntgenbild hat oder ein MRT, CT oder dergleichen, da kann ein Mediziner draufschauen und erkennt aufgrund seiner Erfahrung, was denn da für eine Diagnose zu stellen ist. Wenn er aber gleichzeitig über die Digitalisierung den gesamten Fundus weltweit aller Untersuchungen da entsprechend zur Verfügung gestellt bekommt, dann hat er einen Wissenspool, der ihn da unterstützt, der ist unübertrefflich. Es ist natürlich bei Oldtimern das jetzt nicht so, dass man sagt, ich muss da einen riesen Wissenspool haben, aber was ist denn bei Oldtimern extrem wichtig? Oldtimer sind so individuell und das spezifische Wissen für ein Fahrzeug, also bei einem 107er, was ich habe oder was auch Marco hat, da hat nicht sicherlich nicht, das ist ein Volumenfahrzeug in Anführungszeichen, zumindest in Deutschland. Aber bei speziellen Fahrzeugen ist spezielles Wissen gefragt. Und dieses spezielle Wissen kann dann eben, weiß Gott, wo auf der Welt sitzen, wenn das zu unserem Sachverständigen connected wird und das schaffen wir, das können wir, dann ist es doch optimal, ja, dass wir sagen, okay, das Wissen, das ich dann, was weiß ich, bei einer Corvette C3 entsprechend brauche oder C1 noch besser, ja, dann hole ich mir das Wissen aus den USA. Diese Möglichkeiten haben wir. Also Marco, trotzdem zurück zu dir. Ja, es kann nur unterstützend sein, aber es hilft enorm. Ja, und es hilft vor allem auch dem Kunden, also zum Nutzen. Und diese Verbindung, die du erwähnt hast, Kurt, dieses Verbinden innerhalb der Welt, also eigentlich ortsunabhängig, da gibt es schon die ersten Ansätze, dass wir sagen, da haben wir was Vernünftiges. Aber Norbert, willst du da übernehmen? Ja, sehr. Ja? Also ich möchte da tatsächlich noch mal einsteigen, weil es ist mir ganz, ganz wichtig, ja, dass diese Verbindung zu knüpfen. Ich möchte das in einem ganz einfachen, plastischen Beispiel mal darstellen. Die sogenannte Lackschicht, die Messung der Lackschichtenstärke. Ja, jeder kann sich heute so ein Lackschichtenstärken-Messgerät kaufen und dann um das Auto gehen. So, jetzt habe ich Ergebnisse, die kann ich mir auch online aufspielen. Aber jetzt kommt es. Was nutzen mir diese Ergebnisse, wenn ich die nicht zum Fahrzeug entsprechend interpretieren kann? Ja, dann habe ich ein paar Zahlen da stehen, aber die sagen relativ wenig. Also da sehe ich uns weiterhin auch als ja, die Expertise muss einfach dahinter stehen. Und das finde ich eben so wichtig. Und ich muss wirklich sagen, deshalb finde ich es auch so wichtig, dass gerade eine Institution, ein Unternehmen wie TÜV Süd, die wirklich voll mit Experten ist, auch die Digitalisierung so nach vorne bringt. Vielleicht möchte ich noch ganz kurz eine Ergänzung gerade dazu, weil es ideal passt, das, was du gerade eben sagst, dieses Thema lackschichtigen. Ich hatte gestern ein längeres Telefonat mit einem Professor von der Uni Tübingen zum Thema künstliche Intelligenz. Und das Thema künstliche Intelligenz lebt ja davon, dass es mit vielen Daten entsprechend gefüttert wird, dann kann man einen Algorithmus abbilden. Wenn ich nicht die ausreichende Zahl Daten habe, dann kann ich da auch wenig zuverlässig eine künstliche Intelligenz aufbauen, die das erkennen kann. Und das sagt dieser Professor aus Tübingen, genau da ist der Mensch unschlagbar. Dann, und das haben wir ja beim Oldtimer-Bereich, beziehungsweise eben auch, wenn ich solche Messungen habe, da ist er unschlagbar, ich muss das interpretieren. Ja? Und der Mensch kann das aus der Erfahrung interpretieren. Ich höre da so ein bisschen raus, wir dürfen das wahrscheinlich so verstehen, der analoge Sachverständige, der analoge Mensch bekommt in den digitalen Werkzeugen, in den digitalen Hilfsmitteln einen guten Partner, einen Freund an die Seite gesetzt, der unterstützt, der dabei ist. Und in welcher Anzahl, in welcher Tiefe, das hängt wahrscheinlich vom Prozess ab. Ja, absolut. Ganz klar an der Stelle. Und er unterstützt aber auch die Kundschaft. Das heißt also wirklich, dass man sagt, also zum Vorteil die Sachverständigen unsere Expertise nach außen tragen, aber eben auch wirklich die Verbindung zu den Kunden schaffen, damit die Kunden schnell zu uns kommen können, damit die aber auch vorbildlich bedient werden. Ja, und das hier im Oldtimer-Spektrum ist es ja auch ganz wichtig, die Vernetzung. Da gibt es
auf der einen Seite der Besitzer, der Kunde dieses Automobils, dann ist es die Prüfgesellschaft, der TÜV Süd, und an einer dritten Position steckt zum Beispiel ein Versicherer. Mhm. So, und diese Vernetzung, dieser Austausch dieser Daten, ja, man schickt eben halt keine Faxe mehr oder man hört, wo ich herkomme. Und, oder auch selbst PDFs ist ja letztlich schon etwas von gestern. Ja. Also wir vernetzen uns und genau das wollen wir ja tun, dass wir alle Beteiligten mit reinnehmen wollen und mit den Feststellungen, die wir gemacht haben, befeuern wollen. Und dass es für alle genau zur entsprechenden Zeit, wann es dem anderen gegenüber passt, diese Daten auch nutzen können. Aber ja, das ist der Punkt, das ist das Wichtige, dass wir sagen, Informationen dahin, wo sie benötigt werden, und zwar dann, wenn sie benötigt werden. Ja. Und so wie du gesagt hast, Norbert, nichts PDF, sondern strukturierte Datensätze und das genauso dem Sachverständigen zuspielen und dem Versicherer und dem Kunden. Das macht es entsprechend aus und dann wird es einfach und wird es bequem. Und das sind die Themen, an denen wir auch entsprechend strategisch arbeiten. In einigen Bereichen schon haben, aber natürlich, das ist ein weiter Weg. Und am Ende, muss man ehrlich sein, das hört nie auf, das wird sich immer weiterentwickeln. Hm. Ja, aber das fordert doch auch der Markt. Also ich sage mal, die großen Versicherer oder auch die Online-Börsen etc., da funktioniert es nur noch über digitale Schnittstellen. Also es werden keine Berichte mehr per Fax, PDF durch die Gegend geschickt. Ja. Und darauf muss man sich einstellen. Und auch der Kunde wünscht es ja, dass er sagt, ich kann von zu Hause aus irgendwas am Laptop abends nochmal meine Versicherung abschließen. Hm. Ich denke genau unter dem heutigen Motto, wenn da manchmal meine Tochter mit meiner Schwiegermutter 19 und 82 miteinander sprechen, dann könnte so ein Inhalt sein, die Schwiegermutter sagt, schick mir mal ein Fax, und die Tochter antwortet, was ist ein Fax? Wir müssen natürlich auch mit verschiedenen Annahmeszenarien dann auf der Kundenseite umgehen. Oh, durchaus, durchaus. Und und jetzt ist, glaube ich, jetzt ist auch die richtige Zeit, wieder ein weiteres Thema aufzumachen, was TÜV Süd im Angebot hat. Das ist neu für die Klassikwelt vielleicht, aber für die Welt der Großfuhrparks da draußen. Das nennt sich Blue Now. Und Blue Now ist im Prinzip nichts anderes als eine Remote-Besichtigung, wenn man so will. Man schaltet sich auf das Handy des Fahrzeugbesitzers und geht mit ihm gemeinsam um dieses Auto. Es ist etwas, wie gesagt, aus dem Großfuhrpark. Da sind ja vordergründig junge Gebrauchte zu prüfen. Und da hat sich schon seit Jahren bewährt, dass das funktioniert. Und genau dieses System haben wir adaptiert für die Klassikabteilung und haben gesagt, Mensch, das müsste doch auch in gewissem Maße dafür machbar sein. Aber bevor ich jetzt weiterrede, lasst uns doch einmal anschauen. Schauen Sie sich einmal die Funktion von Blue Now an. Jetzt. Herzlich willkommen hier bei TÜV Süd. Wir sind in der Klassikabteilung in Düsseldorf und wir wollen ein Fahrzeug einschätzen. Jetzt sind Sie es ja gewohnt, dass ein Sachverständiger zu Ihnen rauskommt, sich Ihr Fahrzeug vor Ort anguckt, was auch richtig ist. Aber wir haben eine Alternative. Wir haben ein hervorragendes Programm, wo wir das Fahrzeug aus der Ferne versuchen einzustufen. Und wie das funktioniert, das wollen wir Ihnen heute doch mal zeigen. Die Terminvergabe war super einfach. Ich habe eine Mail bekommen, habe einen QR-Code gescannt, das Datum angewählt und die gewünschte Uhrzeit angewählt. Und schon hatte ich meinen Termin. Hallo Frau Portner, hier ist TÜV Süd. Norbert Schröder ist mein Name. Wir haben heute einen Termin, um Ihr Fahrzeug aufzunehmen. Das ist richtig, Herr Schröder. Ja, also ich würde Sie jetzt mal ganz in Ruhe um Ihr Auto führen. Wir machen jetzt einen gemeinsamen Rundgang. Können Sie etwas weiter weggehen, dass ich das Auto einmal in der gesamten Ansicht habe? Wunderbar. Ich mache zwischendurch auch übrigens immer mal Einzelaufnahmen, die ich mir dann hier abspeichern kann. Dann gehen Sie jetzt einfach mal nach vorne zur Fahrzeugfront, so in diesem Abstand. Wenn Sie mal einen Moment so stehen bleiben, ich mache wieder ein Foto. Ja, und jetzt haben wir schon den ersten Rundgang geschafft. Ja, jetzt versuche ich so ein bisschen mal Ihr Fahrzeug zu identifizieren. Auf der Schlosssäule könnte ein oder müsste sogar ein Aufkleber oder eine Art Typenschild sein. Da ist eine Plakette mit zwei Schrauben. Ja, wunderbar. Ja, korrekt.
Dann sehe ich hier, ist eine leichte Naht zu sehen. Ich mache mal eben wieder eine Aufnahme. Da, wo die Scharniere sind, das ist die A-Säule, genauso. Wenn Sie mal einmal so stehen bleiben. Oh, so. Ja, wunderbar, das sieht gut aus. Mal stillhalten so. Ah, hier sieht man schön, ne, wo er anlackiert ist. Das Auto ist schon mal nachlackiert worden, wie ich sie ja erkennen kann. Jetzt schauen wir uns auch noch mal das Verdeck von außen an. Gute Perspektive, dass ich wirklich so die Fläche und die Nähte des Verdecks auch erkennen kann. Das sieht ja auch alles gar nicht so alt aus. Also es ist an der Zeit, jetzt müssten wir einmal die Motorhaube öffnen. Dann habe ich jetzt einen Blick in den Motorraum. Dann sehe ich schon auf der rechten Seite oben ein Typenschild. Okay, geht das so? Ja, tiefer. Gut, gut, stopp. Ja, hier erkennt man, das ist ein Schild, das nachträglich reingekommen ist. Man sich so schon erkennen kann, das ist tatsächlich, das ist auch ein neuer Vergaser, ne? Wahrscheinlich Edelbrock. Die Haube steht ja auf und wenn Sie jetzt näher an das Haubenscharnier mal gehen, und zwar nach hinten die Motornummer zwischen der Stirnwand und da, wo der Motorblock ist, da findet sich nämlich exakt die Nummer der Fahrgestellnummer zur Motorhaube hin. Da gibt es so ein Typenschild. Wenn Sie da noch mal draufhalten, Bodypaint, schon gesehen, das Auto hatte auch mal eine andere Lackierung, wie ich das hier so erkennen kann. Ah, hier sieht man so Lackabplatzungen. Die Originallackierung kann ich erkennen. Und dann sehen wir natürlich hier schon wieder leichten Rostansatz, aber harmloser Kantenrost. Ja, jetzt spielen wir einmal Sesam, öffne dich, wenn Sie für mich das Verdeck einmal öffnen würden. Okay. Und es tut genau das, was es tun soll. Es klappt nach hinten weg, setzt sich auch gut rein. Jawohl, so, genau so sehe ich mal, wie das Gestänge so ein bisschen im Ansatz ist. So offen sieht er ja doch am schönsten aus, oder? Absolut. Ja, das war's. Ich habe jetzt alle Eindrücke vom Auto bekommen. Wie war es für Sie? Anstrengend? Nein, überhaupt nicht. Ich fand es sehr aufregend, spannend und es hat Spaß gemacht. Ja, das ist auch schon mal gut. Ja, jetzt haben Sie Ihr Auto mal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen, oder? Genau, ja. Und damit habe ich Sie zum Sachverständigen ausgebildet. Ja, passt. Also, Wiederschauen. So habe ich Sie mal mit auf die Reise genommen. Eine, wenn man so will, digitale Untersuchung eines Autos. Sie werden zu Recht fragen, na, kann das wirklich eine physische Untersuchung ersetzen? Da sage ich ganz klar, natürlich nicht. Das soll es auch nicht. Es ist eine reine Alternative, eine Fahrzeugeinstufung hinzubekommen. Die Erfahrung bei uns hat gezeigt, jawohl, es funktioniert und es kann auch bei Ihrem Auto funktionieren. Wenn Sie sich weiterhin informieren wollen, besuchen Sie unsere Homepage TÜV Süd und da gibt es den Bereich TÜV Süd Classic und da finden Sie alles. Melden Sie sich gerne bei uns, Blunau Classic, eventuell auch was für Sie. Ja, das war mal ein kleiner Augenblick, ein Blick in die Welt von Blunau Classic und also mir ist jetzt gerade aufgefallen, wie ich am Bildschirm auch den Kopf schief halte und mit dem Finger da auf diesem Bildschirm rumrutsche. Ich möchte wiedergeben, es ist für mich wirklich so, ja, als wäre ich am Fahrzeug dabei. Norbert, genau, da muss ich aber halt mittendrin. Norbert, da muss ich aber trotzdem noch mal nachfragen. Ja, das habe ich mir gedacht. Du hast am Ende zu der jungen Dame gesagt, jetzt habe ich sie zu einem Sachverständigen ausgebildet. Der kritische Marco. Oh. Und wenn ich an meine Sachverständigentätigkeit denke, gerade jetzt so ein großes amerikanisches Fahrzeug, so ein Convertible, da ist viel Material, da ist Mechanik, da ist Hydraulik, da ist Lackstärkendicke, da ist ein Motor, der vibriert, der riecht. Wo sind denn die Grenzen in dem System? Sicherlich ein tolles System, aber erzähl doch mal, wo die Grenzen sind. Ja, also Marco, eigentlich danke für diese Frage. Das ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Das ist jetzt das rein Visuelle, was bei uns ankommt und wie schätzen wir das aus Erfahrung ein. Aber natürlich, wie wichtig ist es denn, ein Auto zu spüren und das fängt bei mir
oder hört auch nicht auf. Wenn ich hinter dem Lenkrad sitze, den Motor starte, ich glaube, dann spüren wir alle aus Erfahrung, was ist hier los? Ja, wie fühlt sich das an? Und dann die Fahrdynamik. Was nutzt mir der schönste Lack, wenn antriebstechnisch oder auch fahrwerkstechnisch alles da liegt, daneben liegt? Und da sind natürlich ganz genau diese Grenzen. Und eines muss man auch ganz deutlich sagen, wenn jemand Fusch am Baum macht, wie man das so schön nennt, und das hochprofessionell, werden wir das auch nicht erkennen können. Ja? Wir können eben, jetzt kommt wieder die Grenze, nicht aus der Ferne eine Lackschichtenmessung machen oder auch mal eben eine Verkleidung abschrauben. Was jetzt hier natürlich nicht gezeigt wird aus Zeitgründen, wir möchten auch immer, dass die Örtlichkeit so ist, wenn es eben möglich ist, dass wir das Auto auch hochheben können. Das haben wir, Markus, schon mal praktiziert in Hamburg. Also ich in Düsseldorf, du in Hamburg. Und es ist schon erstaunlich. Wir haben uns selbst die Antworten ein Stück weit gegeben in diesem einen Jahr 2020, wo wir damit experimentiert haben, dass wir enorm viel erkennen können. Auch Verschleiß im Fahrwerksbereich, auch wie sind Auspuffanlagen verlegt. Das sind ja alles so ein bisschen Visitenkarten. Wenn man an dem einen oder anderen Stelle schon komische Dinge sieht, dann vermutet man schon anderes. Also es ist durchaus möglich, aber wie es in diesem Video auch schon gesagt wurde, es ist wieder eine unterstützende Maßgabe, wenn man sagt, Mensch, da muss man mal auf die Schnelle, in der Kürze eine Einschätzung haben. Meistens ist der Versicherer, der sagt, Mensch, das reicht mir, wenn ihr als Experten mal rübergeguckt habt. Ihr habt es identifiziert. Man erkennt auch ein Typenschild aus Erfahrung sehr schnell. Hier stimmt was nicht oder eine eingeschlagene Fahrgestellnummer. Also es ist dafür sehr, sehr, sehr brauchbar. Wir hatten schon Transportversicherer. Da stand das Auto an der Ostküste der USA und der Transportversicherer sagte, oh Mensch, jetzt geht bald der Transport los, wir müssen jetzt für die Versicherung mal schnell das Auto erfassen. Ja, haben uns eingeklinkt auf den Kunden an der Ostküste USA und haben genau das gemacht. Das war natürlich in diesem Fall wieder hervorragend. Norbert, wenn ich das richtig deute, also in vielen Fällen eine ganz tolle Lösung, um Entfernungen zu überbrücken. Aber in Einzelfällen, wo es um feinste Details geht, wo es in die Tiefe hineingeht, muss gegebenenfalls doch noch mal im Nachgang dann auch ein Sachverständiger ans Auto dran. Ganz klar. Und stell dir das Szenario vor, da beauftragt uns ein Kunde, der sich interessiert für ein Auto und sagt, Mensch, schauen Sie sich bitte dieses Auto an, kann ich das kaufen oder nicht? Dann stehen wir ja auch stark in der Verantwortung. Und da muss ich ganz klar sagen, da würde ich über dieses Tool die Spreu vom Weizen trennen, dann kann ich sagen, also da brauchen wir jetzt gar nicht hinfahren. Aber wenn ich sehe, boah, das sieht alles vernünftig aus, wäre meine Aussage und jetzt machen wir einen Termin physisch beim Kunden und fahren dorthin. Aber niemals schon da die Aussage machen, das ist alles in Ordnung. Ich höre wieder eine Frage aus dem Chat. Ja, also die Frage, habe ich bei dieser Vorführung Bildschirmfotos erstellt? Genau, das ist vielleicht nicht deutlich genug rübergekommen. Im Prinzip übernehmen wir mit Ihrem Einverständnis die Leitung der Kamera, und zwar nur der Kamera. Und ich bin in der Lage, mit meiner Tastatur an meinem Bildschirm eben Fotos zu erstellen, die wir uns wegspeichern und nach der Remote-Besichtigung dann auch nochmal genau analysieren. Die können wir groß aufziehen. Die Bildqualität ist enorm. Hätten wir vorher auch nicht gedacht. Also ja, um das zu beantworten, wir steuern die Kamera und mit einem Tastendruck kann ich Einzelbilder machen. Aber keine Bildschirmfotos, das ist auch wichtig zu sagen. Ach, keine Bildschirmfotos. Keine Bildschirmfotos. Sondern direkt von der Kamera. Ah, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Was kostet Blue Now Classic? Ich würde mal sagen, so in so einer Standardfassung liegen wir so bei 120, 125 Euro in dieser Größenordnung. Also sehr, sehr moderat. Und woher bekomme ich denn den Einladungscode? Ah ja, also Ablauf, woher bekomme ich den Einladungscode? Also wenn Sie Interesse an so etwas haben, dann
gehen Sie auf unsere Homepage, schreiben uns eine Mail. Ich hätte Interesse, mein Auto sollte mal bewertet werden über dieses System. Dann bekommen Sie eine Mail wiederum aus diesem System. Dann geben Sie Ihren Terminwunsch an. Und genau zu diesem Terminwunsch wird Ihr Handy klingeln. Und einer von uns ist an der anderen Seite. Und dann geht es gleich los. Ja, also hier die Frage, wie wird es anschließend dokumentiert? Hätte ich natürlich jetzt auch ein Muster beibringen können. Ganz klar, es ist ein komplett anderes Layout als ein übliches Gutachten. Es steht Blunau Classic drauf. Es ist genau beschrieben, dass wir eben aus der Ferne über dieses System das gemacht haben. Und es gibt auch wieder ein berühmtes Kleingedrucktes, ist aber nicht so klein, dass man es gar nicht mehr lesen kann. Wo genau darauf hingewiesen wird, wo die Grenzen dieses Systems sind. Es ist kein Gutachten, es ist eine Einschätzung. Norbert, wenn ich dich richtig verstehe, und das sind tolle Fragen, die eine fand ich besonders wichtig zu der Qualität des Bildes. Ob jetzt du mit diesem Kameramodul am Fahrzeug stehst oder du im Zentralbereich sitzt und dort das Bild auslöst aus der Ferne, für dich ist die Bildqualität die gleiche. Absolut, ganz genau. Also das spielt gar keine Rolle. Bildqualität ist einer der ganz großen Unterschiede zu den, sage ich mal, den aktuellen Chatprogrammen, die wir haben, wo wir wirklich eine sehr schlechte Qualität. Das ist wie wenn man es selber gemacht hätte, das Bild. Ja, und ganz genau. Ich muss an dieser Stelle mal tatsächlich schon auf die Uhr gucken, wie das immer so ist. Die Zeit, weil wir haben noch etwas sehr Spannendes. Das hat der Kollege Koch Deppert eben schon angesprochen. Photo Fairy, das heißt, wie kann ich auch mein Auto heutzutage darstellen im Internet? Auch da hat TÜV Süd wieder eine Software entwickelt, mit der man wirklich eine 360-Grad-Besichtigung machen kann. Und Markus, vielleicht machst du mal ganz kurz, wie das so funktioniert. Also ich würde mich gleich mal hier, es dauert einen kleinen Augenblick, aber noch zu Photo Fairy vielleicht dazu. Also das ist eine App, da geht es dann nicht darum um die Fahrzeugbesichtigung, sondern um die Präsentation, also auch was dem Kunden wieder direkt, was er ansetzen kann, was er bei sich einsetzen kann in der B2B-Lösung, wo wir sagen, wie können die ihr Fahrzeug präsentieren, optimal, emotional auch, was ja wirklich auch wichtig ist. Also ich sage mal heute, wir haben es im letzten Jahr festgestellt, es geht einfach immer mehr online, weil man es im Moment auch praktisch physisch nicht kann. Und ich sage mal, wie transferiere ich dann ein Gefühl für ein Fahrzeug übers Internet? Und da ist, glaube ich, Photo Fairy eine ganz tolle Einrichtung dazu, wo ich ohne viel Aufwand, ich brauche da nicht einen riesen Invest machen. Das ist halt auch das Tolle, wo ich sage, ohne riesen Invest rumgehe. Also ich gehe im Prinzip, ich kann das vorführen, wir haben aber auch was vorbereitet. Genau. Man geht ums Fahrzeug, man ist geleitet über die App ums Fahrzeug rum und macht ein Bild, dauert ein gewisser Prozess im Hintergrund, der dauert aber, ich sag mal, im Minutenbereich hat dann im Prinzip wirklich eine tolle 360-Grad-Ansicht. Man kann auch die Bilder noch, man kann statische Bilder machen, die dann bearbeitet werden. Die können einmal automatisch bearbeitet werden. Das ist eine Funktion, die ist gut, aber es gibt noch eine bessere Version, wo man die dann professionell bearbeiten lässt. Das heißt, man kriegt Bilder freigestellt mit individuellem Hintergrund auf sich. Und diese App kann man wirklich auch über uns dann sich anmelden, wenn man die braucht. Ich glaube, man sieht jetzt schon live ein Ergebnis daraus. Ah, okay. Ist schon dabei. Ist schon live geschaltet. Ja, dann also das ist entstanden. Sie bekommen wieder Sie laden sich eine TÜV Süd App, die Photo Fairy App, runter. Und schon können Sie loslegen. Sie gehen ans Auto, laufen einmal in einer gewissen Distanz um Ihr Auto herum und laden das ganze Ergebnis hoch. Und eine Software im Hintergrund produziert eben Ergebnisse, wie Sie sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Ne, mit dem Mauszeiger oder mit dem Touchpad bewegen Sie nach links, nach rechts, wie Sie möchten, das ganze Spiel. Es gibt natürlich noch eine weitere Variante, die, glaube ich, Autohäuser gerne auch noch zusätzlich nehmen. Da kommt noch eine 360-Grad-Kamera ins Interieur, dass Sie genau das Interieur auch so dokumentieren können wie die Außenansicht. Mhm.
Also im Prinzip aus, wie wir das bisher kennen, aus Bildmaterial 2D wird das Fahrzeug für den Betrachter nicht nur anschaubar, sondern wirklich erlebbar. Erlebbar, ja, genau. Also auch und da sind wir wieder mit dabei. Und ganz klasse der Effekt, wenn man auf dem Handy ist. Also ich sage mal, man kann durch die Handydrehung ums Fahrzeug rumgehen. Also es ist einen totalen emotionalen Wert hat das auch, finde ich. Es vermittelt was vom Auto. Und was wir aber vielleicht dazu sagen sollten, ist wirklich, das ist eine Lösung, die jetzt nicht für den Endverbraucher im Moment verfügbar ist, sondern das ist wirklich eine Lösung, die kann man als Autohaus, kann man die nutzen, rentiert sich so, sage ich mal, ab 50, 60 Fahrzeugen im Jahr, dass man diese einsetzen kann. Dann wird die entsprechende Software installiert, dann wird der Kunde angelegt, aber das können wir auch, wenn da Interesse ist, wirklich später diskutieren im Nachgang. Ja, was sagt der Chat? Ist im Moment. Noch eine Frage. Wo liegen dann die Daten? Im Prinzip so Also. Datensicherheit wahrscheinlich. Ja, Kurt, hast du die Frage? Es kommt gerade die Frage an uns ran und auch richtige Frage. Wo liegen denn eigentlich die Daten? Also ganz wichtig ist ja bei uns, wir haben eine eigene Tochtergesellschaft, die nennt sich Uniscon, wo wir klare, sichere Cloud-Daten haben und diese Cloud-Lösungen haben auch so abgesichert, dass niemand rankommt, nicht mal der Administrator, außer derjenige, der es entsprechend eingestellt hat. Ja. Also wir haben sichere Daten, es ist keine Daten, wo die jetzt irgendwo, was man häufig denkt, bei den amerikanischen Techs entsprechend gespeichert werden, sondern die werden bei uns national in Deutschland gespeichert und auch absolut safe und absolut sicher in unseren Cloud-Lösungen Uniscon. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich habe vorhin auch gesagt, Trusted Data, ein Aspekt, der für uns ganz hoch steht, dass wir sagen, wir sorgen dafür, dass die Daten sicher sind, können wir uns gar nicht erlauben. Deswegen ist es ein ganz großer Aspekt für uns. Ja, da kommt wieder das Branding TÜV Süd natürlich zum Vorschein. Wenn nicht sicher beim TÜV Süd, wo dann? Und also ich glaube, da kann man wirklich sehr, sehr sicher sein, dass da die Daten gut untergebracht sind. Da kommt noch etwas. Ja, noch eine interessante Frage. Ist die Online-Besichtigung nur für Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen möglich? Oder kann man auch im Ausland besichtigen? Ja, selbstverständlich, weil genau das ist es ja. Und zwar, wir können, also die Frage lautet, können Fahrzeuge nur mit deutschem Kennzeichen oder nur innerhalb Deutschlands über dieses Blue Now Classic, über diese Remote gemacht werden? Nein, genau dafür ist es ja auch gedacht. Wir sind geografisch völlig unabhängig. Ja? Das Auto kann in Asien stehen, in Australien stehen. Diese Geschichte, wie Sie sie eben gesehen haben, funktionieren eben genau so. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr interessant. Ist uns ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind ein globales Unternehmen und dementsprechend geht es ja auch darum, ich hatte es ja vorhin angerissen, gegebenenfalls auch, dass wir externes Sachverständigenwissen, das irgendwo auf der Welt sitzt, auch zu unserem Sachverständigen bringen, der das Grundbasiswissen hat, um Fahrzeug zu beurteilen, aber das Spezifische, das Stückchen, was noch ein bisschen mehr notwendig ist für dieses spezielle Fahrzeug, das bringt ein anderer mit. Und das ist der Aspekt, den wir da entsprechend machen. Wir vernetzen die Welt noch mehr. Ja, ganz klar. Und das ist ganz wichtig. Hast du noch was? Eine kritische Frage zu Foto Ferry. Ja. Werden die 360-Grad-Bilder dann zum Beispiel einem Autohaus zu verkaufen? Auch nochmal eine wichtige Frage. Werden die 360-Grad-Bilder eventuell auch einem Autohaus zum Verkauf angeboten? Und da würde ich natürlich sagen, nein. Derjenige, der dieses Produkt bestellt hat und der macht von seinem Auto genau dieses Produkt, Foto Ferry, und nur demjenigen steht dieses Produkt zu. Was er dann damit macht, ob er es dann einem Autohaus zur Verfügung stellt oder in die große Cloud setzt oder in die WWW-Welt setzt, das ist ihm überlassen. Also da haben wir gar nichts mit zu tun. Aber die Möglichkeit besteht, also es ist schon die Möglichkeit, technisch besteht es, dass es entsprechend auch für Vermarktungszwecke und sowas verwenden kann. Es liegt aber so, wie du sagst, Norbert, bei demjenigen, der uns beauftragt hat, der ist Eigner, dem gehört das Ganze. Kurt, aber die Frage, die sich jetzt aus den beiden letzten Fragen ergibt, die ist, glaube ich, sehr positiv beantwortet. Das Thema Datensicherheit, das Thema Recht am eigenen Bild, an den Bildern, ist bei TÜV Süd
im Umfang von Fotoferry absolut safe und absolut rechtskonform gelöst. Da muss sich keiner, glaube ich, Sorgen machen, oder? Nicht nur bei Fotoferry. Also das ist bei uns das A und O, also ganz, ganz wichtig. Das Thema Trusted Data, Trusted eben vertrauensvolle Daten und den Umgang damit, das steht ganz oben. Das ist das, wofür wir entsprechend auch uns einsetzen und kämpfen, ja. Und dann darf, glaube ich, auch das ein oder andere Produkt mal etwas länger dauern, bis es serienreif ist, dass man sich auch wirklich die Zeit nimmt, um genau diese Sicherheit zu geben. Also das Thema Daten heute auch, DSGVO kennt jeder, also das ist für uns ein extrem wichtiges Thema, das Thema Datensicherheit. Und in der Tat, also bevor da irgendwo eine Lücke auftaucht, da achten wir entsprechend stark und eng drauf. Über dieses Maß der Vernetzung kann ich mir auch vorstellen, dass wir auch im Sinne von der Vermeidung von unnötiger Wegstrecke, von Kilometern, auch der Umwelt eigentlich was Gutes tun. Ne, wie viel 1000 Kilometer können für Fahrzeuge, die sich nachher dann als nicht so wie am Telefon erklärt rausgestellt haben, können vermieden werden, wenn man eben als Sachverständigenorganisation die Möglichkeit hat, den Besichtigenden im Prinzip neben das Fahrzeug zu stellen, obwohl er gar nicht da ist. Ja, also wir hatten schon zweimal jetzt den Fall. Da haben wir dann versucht, die Autos für einen Kaufinteressenten, eines stand in Italien, eines stand in Dänemark, in Schweden, einzustufen. Und die waren tatsächlich so, dass wir über diese Remote-Sache schon sagen konnten, da brauchen Sie jetzt gar nicht hinzufahren oder zu fliegen. Und dann ist natürlich der Kunde auch sehr, sehr dankbar. Überlegen Sie, Sie kennen es, glaube ich, alle, ne, wenn man alleine nur durch Deutschland reist und wieder so ein Wochenende vertan hat, und wutschnaubend nach Hause kommen, sagt, Mensch, da waren die Versprechungen im Internet oder am Telefon doch viel größer als das, was ich gesehen habe. Also man merkt genau diese Vernetzung, die wir da hinkriegen. Und jetzt noch mehr in Sachen Corona, die Problemstellung, die wir zurzeit haben. Ja, also wir haben die Möglichkeit, damit einfach auch zu agieren und uns durch diese vermaledeite Geschichte, sage ich mal, so nicht zu sehr ausbremsen zu lassen. Das heißt, wir können trotzdem weiterarbeiten. Der Kunde kann uns auch entsprechend beauftragen. Das funktioniert auch über die Distanz mit diesen Möglichkeiten. Ja, ja. Also da können wir ja auch, glaube ich, ehrlich sagen, also Corona hat uns auch in diese Denke gebracht, jetzt mal wieder speziell zu dieser Blue Now Classic App, ja, wo wir einfach wussten, ja, auch hier diese Classic-Remise war abgeschlossen, ist abgeschlossen, wie können wir das noch verändern? Also auch da, das böse Wort wollte ich heute eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber es hat auch in dieser Richtung, glaube ich, in allen Feldern oder in allen Firmen etwas Positives gebracht. Und und da hängen wir natürlich nicht hinterher. Im Gegenteil, wir sind vorne dran, wir sind vorne am Ball. Und ich muss auf die Uhr gucken. Wir haben der OCC versprochen, wir werden pünktlich sein. Wir sind jetzt so 7 Minuten vor der Zeit. Ja, ja. Und ich denke mir, eins ist ganz wichtig, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Ideen haben, bleiben Sie im Chat, nur dieser Chat, wo Sie jetzt aktiv sind, der wird natürlich jetzt auch mit diesem Live-Talk beendet. Aber wir haben ja einen visuellen Stand auf der Classics to Click. Kommen Sie auf unseren Stand und da geht der Chat weiter. Markus und meine Wenigkeit, wir sind live im Chat für Sie da. Und wenn dann eine Antwort vielleicht mal etwas später kommt, sehen Sie es uns nach. Aber sie kommt, das verspreche ich Ihnen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken bei euch allen, bei meinen lieben Kollegen, bei meinen fantastischen Kollegen. Und ihr habt gemerkt, wir sind keine Theoretiker, wir sind Autoverstrahlte, wir sind Verrückte. Und das können wir so herrlich in unserem Beruf natürlich kombinieren. Und ich glaube, das macht es aus, auch die Menschen beim TÜV insgesamt, die brennen für ihr Thema. Und es macht einfach Spaß, dabei zu sein. Und ich hoffe, Sie hatten sehr viel Spaß mit unserem Live-Talk. Bleiben Sie auf der Classics to Click und wir sehen uns auf unserem Stand. Vielen Dank. Wiederschauen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke.